Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fiesta Online. Mit Elton John. Ja. Mit Elton John, genau. Dadurch sehen deine Augen ein bisschen wie Schlangenaugen aus, deine Pupillen. Hat doch auch was. Ja. Wenn du das sagst, dann wird das wohl so. Wird das wohl so sein. Siehst du. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal eigentlich stehen geblieben sind. Ich hab keine Ahnung. Ich, ehrlich gesagt, auch mal so gar nicht. Guck einfach mal bei dir nach, was du da so Tolles an Aufträgen hast. Boah, also am Laufen habe ich einiges. Hey, Sammlung. Pump von Insel in 6. Etage für die Eldarinen. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal die Orte. Die sind erstmal ganz, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, das ist wieder eine sehr, sehr gute Frage, ne? Brennender Hügel muss ich zum Beispiel hin. Okay, das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ja, das ist auch brennender Hügel. Kann das sein, dass ich vergessen habe? Habe ich ernsthaft vergessen? Und Pulsarenkamera müsste ich einmal. Okay. Okay, ich muss mir ganz kurz vorher nochmal Schriftrollen machen. Deswegen muss ich aber erstmal mein Inventar leeren. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, nur für dich erstellt. Boah, das weiß ich gar nicht. Wenn du Schriftrollen bei dir im Inventar hast, dann ja. Warte, du kannst da stehen bleiben. Es sei denn, du willst selber was ins Lager bringen. Ich hab welche, ja. Ja, ich glaube, ich hatte das letzte Mal einmal für... Einmal und einmal Eldarin. Oh ja, und halt natürlich diese ganzen Bonusdinger. Ja, die Buff-Rollen meine ich auch. Ich muss unbedingt mal hier meine Sachen verkaufen in dem Lager. Habe ich sonst noch was, was weg kann? Nee. Jetzt weiß ich nämlich, was ich vergessen hatte zu tun. Die ganze Zeit über. Es war genau das. Schriftrollen herstellen. Och, das. Ich dachte, wir könnten einfach loslegen. So. Kaufen. Was brauche ich denn alles? Treffsicherheit brauche ich auf jeden Fall. Das heißt. Das brauche ich. Das brauche ich. Das ist am besten ein bisschen mehr. Magiewiderstand. So. Dann. Oh, machen wir doch mal. Weil es ja so viel Spaß macht, ne? Jo. Aber mache ich das nicht schön? Ganz toll. Ganz, ganz toll machst du das. Ja, ne? Ich frag mich eigentlich, was das hier für zwei Fitzelchen sind, die mir da aus dem Rücken rausgucken. Mein, wozu sollen diese Bommel da sein? Uff. Die haben eigentlich mal so überhaupt keine Bewandtnis. Das musst du die fragen, die das Kostüm geschneidert haben. Ich glaube, das könnte etwas schwierig werden. Ich denke auch, dass das schwierig werden könnte. Ach, du grüne Neuner. Heute hatte jemand Geburtstag, an den man überhaupt nicht gedacht hat. Ja, die neue Frau von dem Vater meines Freundes hat heute Geburtstag. Und da fährt er jetzt gleich noch hin. Okay. Jo. Guti, dann machen wir das einmal so. Fluchabwehr habe ich, glaube ich, noch. Ja, Fluchabwehr habe ich noch. Die unwichtigsten Rollen, die habe ich, ne? Aber ich kann jetzt einmal das hier lernen. Das hier lernen.
und das hier lernen. Das heißt, ich kann jetzt auch Vitalität, mentale Verstärkung und Sprint herstellen. Da profitierst du von. Ja, ja, sowieso. Wie von allem anderen auch. Ja, natürlich. Mal mehr, mal weniger. Immer viel. Jo. Damit bin ich noch nicht fertig. Oh, ich hasse es, Rollen herzustellen. Ne? Also eigentlich ist es ja gut, weil man hat ja dann so viel von, aber es nimmt halt so viel Zeit in Anspruch. Die man gar nicht bräuchte. Hier hinten läuft jemand. So. Hey, warum geht das denn gerade nicht? Ich hab das doch gelernt. Ach so. Da brauche ich noch irgendwas anderes für. Was brauche ich denn da jetzt für? Ach, das brauche ich dafür. Okay. Hä? Produktionsfähigkeit wurde noch nicht... Nein, ich blöde Kuh. Ja, was denn? Ich habe meine Schriftrollen verkauft. Statt sie zu erlernen. Okay. Oh, bin ich blöd, ey. Manchmal ist man echt sowas von strohdumm. Oh, Gott. Warum sagt mir das so keiner? Ich weiß, das kann keiner was für, aber warum? Ja. Und ich wundere mich schon, warum es nicht geht. Jetzt weißt du zumindest warum. Ja. Das stimmt. Ich hab's gleich. Ja, du lachst dich schlapp, ne? Hier kann man aber keine Ohrfeigen geben. Nee, ich weiß leider. Aber ich habe auf jeden Fall gleich noch ein paar Rollen für dich. Damit du mehr Mana hast. Das klingt gut. Ja, ne? Davon erstelle ich auch noch mal ein paar. Damit du schneller laufen kannst. Jo. Davon allerdings erstmal nur 5. Ich brauche davon nämlich auch was. So, jetzt kann ich dir einmal Handelsanfrage. Das ist jetzt auch alles sehr spannend hier. Ja, auf jeden Fall. Na gut. So. Aber wir haben es gleich. Wir nähern uns dem Ende hier. Zum Glück. Na komm. So, einmal. Und jetzt die letzten Dinger für Sprint. Nein, weitermachen. Es ist schön, hier auf der Welt zu sein. Da ist ein starkes Schwein. Du und ich. Das sollte nicht fördern. Meine Kopfschmerzen. Sehr klar, ne? Da kann ich doch nichts mehr. Ich versuche, eine Stimmung hier zu bringen.
Ja, ich sagte ja auch gar nichts. Du weißt, ich bin nervig. So. Also, brennende Hügel war das, ne? Jo, und danach Pulsarenkammer. Oder umgekehrt ist eigentlich, glaube ich, Kopfstil gesprungen. Gut, Pulsarenkammer wäre näher, da müsste ich sowieso hin. Gut, hast du irgendein Reittier? Wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Und sie hat wunderschöne Augen. Wer? Mein Reittier. Ach so. So, eine. Oder? Zwei Tore? Ah, da bist du ja. Du kannst ja einmal auf Folgen klicken bei mir. Ah, aber irgendwie würde er dich nicht festkriegen. Ah, hier war's. Okay. Muss ich zwar trotzdem manchmal warten, aber ist es für dich angenehmer? Jo. Das stimmt. So. Sollte mich eigentlich auch komplett gebufft haben. Das stimmt, wir müssen ja auch noch nach Karten suchen, glaube ich. Welche waren das denn noch? Waren doch noch ein paar Karten. Ach ja, den Schleim brauche ich immer noch. Schleim brauche ich immer noch. Malone Kämpfer, Spinne. Den komischen Echsenmann brauche ich auch immer noch. Bogenschützen brauche ich noch. Mein Kibo. Da brauche ich auch 5 Stück von. Malone Kapitän. Magiebuch, Malone. Ach ja, es sind noch so viele offene Karten. Sachen, Dings, Gebramsel. Alle. Achso, hier kann ich aber von dem Viech runtergehen. Wie ist damit einmal noch? Und hier rasender Käbing, Skelette, Feuerball, Magier oder Magierhorst, Skelett und Silberschleim. Ich brauche hier auch noch einiges. Ja, sehr viel brauche ich hier. Gut, und Magiebuch sowieso wegen der Karten. Ach, da könnte ich doch einfach mal... Warte, ich habe doch hier doch bestimmt noch einen Untiefen... Nein, das ist die falsche Richtung gewesen. Gott, warum habe ich so viel? Ach, okay, magisch. Okay. So, und... Jägerlizenz wird das einmal erhöht. Also, was brauchtest du nochmal? Silberschleim? Höhlenkäbing, glaube ich, war das? Rasender Käbing. Achso, Rasenkäbing. Skelett. Diese Feuerball-Magie-Schriftrollen oder Bücher. Skelette und Silberschleim. Gut, dann gehen wir hier einfach mal. Wir lassen diese Feuer-Magie-Schriftrollen da. War der Käbing? Nee, ich glaube, die Magiebücher. Warte mal. Lässt sich ganz leicht herausfinden. Da ich die Quest nicht mehr habe, weiß ich es leider nicht. Ah. Ja. Ja, das Magiebuch. Ah, das ist meiner hier. Den brauche ich. Okay. Oh, glänzender Stein. Weh. Handgreifliches, das brauche ich auch. So, wo war denn nochmal? Ach, hier ist nochmal ein Magiebuch.
Ich suche jetzt gerade mit den rasenden Keeping. Ich glaube da hinten, ja. Hier hinten kannst du dann auch noch deine Magiebücher. Huch. Oder hier. Hier, her. Hier, hier. Sehr gut, ja. Oh. Komm her, du Sau. Ich mach dich zur Sau. Ich wollte noch eins davon. So. Ah, hier ist nochmal so ein Höhenkeeping. Sehr schön. Hast du von diesen Feuerbüchern, Feuerballen-Dings? Ja, ja. Du noch? Alles? Skelette, einmal 8, einmal 6 und 5 Silberschleim. Ja, die finden wir hier hinten. Oh, ich liebe meinen Bogen. Es gibt nichts Schöneres als meinen Bogen. Ja. So. Ich brauche zwar keiner, aber ich nehme es trotzdem mit. Oh, es gibt Bogenschütze, die brauche ich auch. Nein, ausgerechnet an dir geht meine Attacke vorbei. Ah, Inventar ist voll. Natürlich. Ach, ich habe auch vergessen, die Dinger hier zu verkaufen. Ach, leck mich. Läuft ja schon wieder super hier. Hier einfach mal alles vergessen. Ja. So. Wie immer bestens vorbereitet. Nicht. Genau. Teilchen, Leutchen. Kommt mal hierher. Kommt hierher. Kommt hierher. Wer will, wer hat noch nicht. Brauchst du eine Schleimangriff-S-Karte? Nee, von Schleim brauche ich nur die C-Karte. Meine so, ich. Okay. Warte mal, ich kann auch mal nachgucken. Aber. Nee, S-Karte habe ich. Ich brauche davon nur die C-Karte ist für mich wichtig. Die unwichtige Karte davon. Die, von der man meint, es müsste sie überall geben. Damit der Jäger immer wieder ein. Fallen lassen. Weil du dein Pet hast, das alles für dich einsammelt. Ach, ist viel. Und manchmal sind sie ganz nützlich. Manchmal, aber nur manchmal. Ich glaube, von euch brauche ich eigentlich gar keine Karte, aber ich sammle sie trotzdem immer auf. So, Pärchen. Brauche ich die Karte von dem Viech? Ich weiß es nicht. Von wem? Von dem Skelettbogenschützen. Nicht. Das ist Ex-Mann, das ist. Geht das Bogenschützen doch. Könnte sein, dass deine Karte es nicht brauche. Möglich wäre es. Ja, Tatsache. Es ist auch die ich brauche. So. Will ich einmal ganz kurz die Sachen hier auswerfen. Sonst habe ich keinen Platz mehr. Hilfe. Warum habe ich so viel? So. Kann ich zumindest ein paar Quests zwischendurch abgeben? Thank you.
nur noch einer. Sehr schön. Ein wenig. Oh, hier hätte ich jetzt alles. Ich brauche noch ein bisschen was. Jo. Guck gerade noch mal, was ich an Karten hier noch brauche. Das hier finde ich aber eher gut, dass man Magiebuch brauche ich halt. Das ist Mara, Magiebuch S brauche ich. Ja, Magiebuch brauche ich auf jeden Fall. Und dann für eine Karten. Probieren wir die gleich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es die nicht später noch an irgendeinem anderen Ort auf oder größere Anzahl gibt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, später gibt es die nochmal. So. Hallo, mein Skelettsoldat. Jetzt kriege ich dich zweimal, obwohl ich die nur einmal brauche. So, dann gucke ich gleich mal, ob ich alles habe. Nee. Ach, das. Nee. Ein Silberschleim und ein komisches, handgreifliches Magiebuch brauche ich noch. Okay. So, was ich noch mal gucken will. Ah, ich muss mich in einer neuen Akademie einschreiben. Stimmt. So. Hier. Weil wir zu lange nicht mehr drin waren, deswegen. Ach so, ja. Wurde ich leider raus. Gekickt. Verbannt. Ja, ist ja auch richtig so. Zumindest bei den Gilden, die halt immer voll sind. Da ist das schon in Ordnung. Warum kriege ich nicht von den Monstern, von denen ich eine Karte brauche, eine Karte? Und am besten dann noch die, die ich wirklich bräuchte. Das wäre zu einfach. Yeah. Leider. In der Tat, leider. So. Das hier in Höhenkebing. Auf Wiedersehen, Höhenkebing. Warum drücke ich eigentlich automatisch immer die falsche Taste? Es ist mein handgreifliches Magiebuch. Jo. Da war es. Ja. So in der Art. Oh. Warte, geht's sofort weiter? Ja. Muss nur kurz. Ah, okay. Ja, wollte wissen, ob mein Kunde irgendwas dahingehend geschrieben hatte. Dem war aber nicht so. So, und ich glaube, ich krieg jetzt gleich mein Level ab. Nee, immer noch nicht. Irgendwie will's heute nicht. Gut, da war nichts dabei. Da auch nicht. So, du musst es dann ja noch zu den brennenden Hügeln, ne? Richtig. Okay. Okay, das ist nochmal eine wiederholbare Quest. Hier kommen wir ja eh noch ganz oft hin, deswegen ist es gerade halb so wild. So. Jetzt auch wieder welche am Prügeln. Susi. Ja, warum nicht? Emilia.
Und Susi, ja, stimmt. Emilia und Susi. Mensch, wo hat sie denn ihren Strolch gelassen? Oh Gott, der war denkbar schlecht. Der war wirklich schlecht. Gut, hier beenden wir aber auch erstmal diesen Part. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten wieder. Ciao. Tschüss.